Heute für euch die 5 schlimmsten Produktplatzierungen in Videospielen. Los geht's! Nummer 5. Uncharted 3. Uncharted 3 ist ein vom Spielehersteller Naughty Dog entwickeltes Action-Adventure-Game. Das Spiel ist der Nachfolger von Uncharted 2 Among Thieves. Es erschien am 2. November 2011 in Europa. Falls ihr Monate vor Veröffentlichung des Spiels im Restaurant Subway essen wart, ist euch sicherlich die Produktplatzierung im Spiel aufgefallen. Denn für den Fall, dass ihr es getan habt, hättet ihr den Multiplayer-Modus des Spiels bereits früher spielen dürfen. Zudem hättet ihr Gegenstände im Subway-Design im Spiel verwenden können. Und die Nummer 4. Pepsi Man. Das Videospiel Pepsi Man ist ein Jump'n'Run-Spiel ähnlich wie der Klassiker Crash Bandicoot. Es besteht aus 4 Level, die in kleinere Abschnitte unterteilt sind. Alleine schon beim Namen weiß man, wofür in diesem Spiel Werbung gemacht wird. Diese beschränkt sich aber nicht nur auf den Namen. Auf dem Cover finden wir das Logo der Cola-Brause. Außerdem können wir im Spiel einige Charaktere sehen, die das Getränk konsumieren. Naja, trotz der ganzen Pepsi-Werbung besitzt es in Japan Kultstatus. Und die Nummer 3. EverQuest 2. EverQuest 2 ist ein klassenbasiertes Rollenspiel. Es ist der Nachfolger des 1999 veröffentlichten Vorgängers EverQuest, der ebenfalls noch immer aktiv betrieben und weiterentwickelt wird. Im Spiel gibt es eine lustige Produktplatzierung der Pizzakette Pizza Hut. Diese erlaubt euch nämlich, während des Spiels euch eine echte Pizza nach Hause zu bestellen. Wie wir finden, ziemlich lustig. Nummer 2. Fight Night Round 3. Fight Night ist eine Boxspiele-Serie vom Spielehersteller Electronic Arts für Spielekonsolen. Die Produktplatzierung in diesem Spiel ist wohl etwas unglücklich gewählt worden. Mehr noch, einige Gamer fanden sie komplett fehl am Platz. Die Rede ist von Burger King. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Werbung für ein Fastfood-Restaurant in einem Sportspiel. Diese beinhaltet unter anderem das Burger King-Maskottchen als einen Boxtrainer. Außerdem gibt es im Spiel gewisse Burger King-Erfolge, die man während des Spielens erreichen kann. Alles klar, und da sind wir auch schon bei der Nummer 1, Metal Gear Solid Peace Walker. Die Metal Gear-Spielereihe hatte über die Jahre hinweg so einige Produktplatzierungen. So wurde zum Beispiel im dritten Teil des Spiels Werbung für den Energieriegel Calorie Mate gemacht, obwohl zur Zeit, in welcher das Spiel spielt, dieses Produkt noch gar nicht auf dem Markt war. Das Spiel Peace Walker setzt noch einmal eine Schippe drauf, denn die Menge an Produktplatzierungen scheint in diesem Spiel schier endlos. So finden wir Tüten von Doritos, Pepsi-Dosen und Mountain Dew, Ex-T-Shirts, Assassin's Creed-Bezüge und viele weitere Platzierungen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Hier könnt ihr außerdem noch ein weiteres cooles Video sehen zum Anschauen, einfach anklicken. Das war's mal wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.